Servus, liebe Freunde der gepflegten Wasser-Unterhaltung. Ich bin Raib und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mittendrin im aktuell laufenden April Fools Event, also im April-Scherz-Event von Gaijin. Und zwar Mobile Infantry. Ich habe ja heute schon ein Video gemacht, in dem ich euch gezeigt habe, was hier anscheinend getestet wird. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie diese ganzen Figürchen hier, diese Exoskelette, zu steuern sind. Mal gucken. Ich habe schon ein bisschen gespielt, eine Runde, um genau zu sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Steuerung extrem kompliziert, beziehungsweise ganz komisch. Es fühlt sich ganz, ganz komisch an. Hier, man kann es auch tatsächlich, die Bewegungen sind auch aus der Third Person, wie ihr das schon entsprechend kennt. Ihr könnt normal gehen. Ja, laufen ist hier tatsächlich Standard. Ihr könnt springen. Ihr seid nachtkampffähig. Ihr habt eigentlich auch einen Laser Rangefinder, aber ich habe leider davon die Taste noch nicht gefunden. Hab jetzt auch noch nicht nachgeguckt. Ist ja jetzt auch erstmal wurscht. So groß sind die Entfernungen ja nicht. Und ihr habt entsprechend auch eine Visiereinrichtung, die hier auf V geht. Ja, es ist alles irgendwie invertiert, also eher so die Steuerung wie bei den Fliegern. Was ein bisschen strange ist, ist, ja, man bleibt hier tatsächlich überall hängen. Und ich sehe gerade, die haben die Karte hier umgebaut. Spannend. Welche Karte war das nochmal? Alaska Stadt. Hier oben die Brücke, die war noch nicht da, aber die haben sie wahrscheinlich für die Max, für die Exoskelette hingebaut. Nehme ich mal an, damit man da drauf kann. Ah, schade. In was sind wir eigentlich eingestiegen? In Assault, ne? Ja. Mal schauen, ob wir irgendwie... Ah, hier kann man schön hoch. Sehr gut. Oh! Huch! Das war der Sniper mit seiner 30mm HEDP, was ich vorhin auch im Video schon angesprochen hatte. Komischerweise hatte im Video, in den Statcards, da habe ich die Dinger ja auf Wikipedia bzw. im War Thunder Wiki aufgemacht. Und da hatte die HEDP tatsächlich noch 120mm, aber das hier ist auch eine 30mm HEDP. Und keine 45mm. Deswegen bin ich mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Vielleicht war das auch bei den Amis, ich weiß es jetzt nicht mehr. Wir gucken jetzt mal. Er hier hat die RPG. Die RPG 28. Was ein bisschen blöd ist, die Steuerung, eure eigene Steuerung wird hier tatsächlich leider außer Kraft gesetzt. Ist ein bisschen blöd, finde ich, aber... Ja, ich finde die Umbauten hier auf der Karte allerdings tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz cool. Weil, das macht das Ganze irgendwie, das macht die Karte irgendwie ein bisschen spannender, muss ich ganz ehrlich zugeben. So, kommen wir hier? Nee, ich glaube, wir müssen mal einmal hier hoch. Ja, so genau natürlich nicht. Egal. Und es ist irgendwie ganz seltsam, dass... hier sich Bots bzw. Max auf den Gebäuden befinden. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass man... Ja, okay, man muss schräg rüber gehen. Gerade kommt man sonst nicht rüber. Also die Visiereinrichtung ist auch ganz komisch. Also die Steuerung, muss ich ganz ehrlich sagen, Gaijin, die ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und sehr, sehr komisch, ehrlich gesagt. Oh. Steht hier, glaube ich, irgendwo links an unserem... Irgendwo links auf dem Gebäude noch drauf. Nehme ich mal an. Au. Das hat mich beschossen. Ich höre ein Fahrzeug. Ja. Da kommt ein Abrams irgendwo. Spannend finde ich auch, ich habe noch keine Runde mit den Amis gespielt. Oh, jetzt bin ich
gerade von hinten beschossen. Da oben auf dem Dach steht einer. Und ich höre hier immer noch den Abrams. Au. Irgendwie. Ach, er stand jetzt. Ach, da unten war. Okay. Wir probieren es nochmal. Also ich bin auch ganz ehrlich, ich bin in dem Modus auch überhaupt nicht gut, aber das ist, glaube ich, jetzt auch erstmal egal. Ich finde es halt ein bisschen mit der Steuerung, also die ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also vor allen Dingen, dass die Raketen hier auf STRG abgefeuert werden, statt auf der Taste, die man normalerweise auch belegt hat. Finde ich ein bisschen komisch, aber gut. Oh, hier ist schon wieder einer irgendwie hinter mir drauf gegangen. So, schräg können wir hier. So. Ich will jetzt aber. Halt mal stehen, Junge. Da haben wir ihn. Jetzt gehe ich mal hier auf das Gebäude drauf. Man kann sich halt auch ducken und nicht ducken und nix. So, jetzt verschwinden wir hier wieder, weil wir werden schon wieder beschossen. Was ich auch bei einigen Gebäuden mitbekommen habe, also irgendwie brechen die auch anscheinend unter der Last dieses Max oder dieses Exo Skeletts irgendwie zusammen. So, dann gehen wir mal zu C rüber. Also die Idee dahinter finde ich schon wirklich, die finde ich schon wirklich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Okay, der ist kaputt. Hinter dem Modus. Aber er ist halt wirklich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich zugeben. Also das, alleine nur schon durch die Steuerung ist es wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. So, hier ist auch. Oh, wir haben Thermal. Oh, lol. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Lul. Können wir hier weiterlaufen? Nee, natürlich nicht. Hier natürlich auch nicht. Schade, müssen wir hier wieder runter. Wobei, wie kann man hier stehen bleiben? Oh lol, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, dass wir hier Thermal in der Visiereinrichtung haben. Ah, hier können wir weiterlaufen, okay. Schauen wir mal. Oh, das, wundert euch nicht, wenn das hier so zuckelt. Das ist, wenn ich mich hier so seitlich bewege. Oh, das war meine Rakete, die ich da gerade verkackt habe. Weil ich Steuerung gedrückt habe, weil ich mich irgendwie aus Gewöhnung ducken wollte. Wie bei einem Shooter. Jawohl. Okay, das war nice. So, gucken wir mal, ob wir zu C kommen. Ob wir C einnehmen können. Nee, können wir nicht. Weil. Oh, da war ein Fahrzeug. Ah, Bradley. Okay. Schade. Aber dann nehmen wir mal den Anti-Tank. Oh, halt, warte. Ich will aber eigentlich nicht die. Ich will eigentlich die hier. Warum war das denn jetzt umgestellt? Okay, auch nicht schlimm. So, jetzt markieren wir ihn hier mal. Also der Bradley, das habe ich schon irgendwie bei mir auf dem Discord mitbekommen. Der soll wohl relativ stark sein hier in dem Modus. Ah, jetzt muss ich allerdings
Ach, das ist so eine kleine Gran so ein kleiner Granatwerfer hier. Okay. Spannend. Aber was ich jetzt gerade. Okay. Auch hier mal wieder Thermal anmachen. Seht ihr, das meine ich hier. Wenn man sich halt hier so dreht, mit A und S, dann sieht das sehr, sehr komisch aus. Was haben wir hier für. Was ist das hier? Ah, Standard AP. Okay. Dreizehn Millimeter hilft uns natürlich nicht. Was ist er hier? 100. Ah, hier ist die HEDP. Okay, mit den 120 Millimetern. Ich hatte das vorher für eine. Jetzt haben wir es. Okay. So, dann können wir damit ja wahrscheinlich auch den Bradley. Doch nicht. Machen wir es so. Wir bleiben mal hier in Bewegung. So gut wie es geht. Hier irgendwas sehen. Oh ja, da hinten. Jetzt verschwinden wir hier mal wieder. Au. Das kam irgendwo von hier hinten. Ja. Cool. Ich weiß tatsächlich jetzt allerdings nicht, wo hier, weil die haben nämlich eigentlich alle, sollen die nämlich eigentlich alle einen Laserentfernungsmesser haben. Muss vielleicht gleich nochmal in den Einstellungen gucken. Aber eigentlich ist es auch wurscht. Was war das? Oh, das. Nee. Das war ein T-80 BVM. Okay, ja. Das hat keinen großen Sinn. Wir machen mal Folgendes. Wir gehen mal wieder hier oben rein. Da waren wir ja vorhin auch schon mal drin. Hier. Und dann schauen wir mal, ob wir den BVM eventuell bekommen. Mal gucken. Wir haben ja noch eine. Wir haben ja noch eine Rakete. Schade. Jetzt können wir nichts mehr machen. Weil wir nur zwei Raketen davon haben. Ist busy doof. Okay. Gut, dann verschwinden wir mal hier wieder von hier und gehen mal zu B runter. Also das ist halt hier diese, was ich vorhin gesagt hatte, ne? In dem Video. Schaut es euch mal an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. 1600 mm und dann überlebt der Abrams das trotzdem. Ja, kann man so machen. So. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht von B noch was abkriegen. Oh Gott. Ein.
Ja, jetzt haben sie mich noch gekriegt. Okay, gut, jetzt sind sie aber alle auf mich drauf. Ah, okay, da kann man natürlich nicht viel machen. So, Runde ist aber vorbei. Wir hängen aber noch mal eine zweite Runde dran. Okay, wir sind jetzt wieder auf russischer Seite gelandet. Naja, nicht so schlimm. Gehen wir noch mal hier als Anti-Tank rein. Diese 40 mm, okay, das ist tatsächlich nur ein Granatwerfer anscheinend. Ah, jetzt bleibt mich hier an der Kante hängen, sowas Doofes. Komm hoch. Jawohl. Es ist halt so komisch, auf Gebäuden rumzulaufen in WT. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen, geht euch das auch so? Mich erinnert das so ein bisschen an Edge of Tomorrow. Geht euch das auch so? So, er läuft hier vorne alleine rum, macht aber nichts. Ach, hier ist jetzt auch ein Durchgang, okay. Oh, da sind sie zu zweit auf dem Dach. Kommen wir hier hoch? Ne, das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Hm, ich sollte vielleicht nicht hier rumlaufen. Das ist vielleicht nicht so clever. Gar nicht mal so gut in dem Modus. Ich treffe auch gar nicht mal so gut. Huch! Ich werde vor allen Dingen auch von zwei Seiten beschossen. Ist auch geil. Oh, schade. Ja, jetzt hat mich der andere. Der Sniper da oben. Schade eigentlich. So, wir nehmen mal den Assault. Mann, da geht aber ganz schön die Action dabei zäh. Sniper, ich glaube, die meisten spielen tatsächlich ja, Sniper oder Assault. Dass man halt hier aber auch an den Kanten immer erstmal hängen bleibt. Also erstmal hier rauf. Und dann. Nein! Ich hasse ja sowas, ne? So ein Rumgespringe hier mag ich ja überhaupt nicht eigentlich. Okay, gehen wir woanders hin. Da oben steht einer, okay. Hier kommen wir so auch nicht hoch, das ist zu weit. Alter, wie lange braucht der denn, bis er umkippt, bitte? Lul? Ah, okay, das war wieder der Bradley.
Oh Mann. Okay. Getroffen, lul. Da haben wir ihn. Da muss man halt dann tatsächlich über die Visiereinrichtung, aber das ist irgendwie, oh Gott, wie man sich hier die Steuerung, also wer sich hier die Steuerung ausgedacht hat. Au. Gaijin, I'm sorry, aber. Oder davor? Ah, ne, der war kaputt. Okay. Ne, das machen wir nicht. Das ist ein Abrams, da will ich nicht hin. Zumindest nicht von hier. Wir könnten es versuchen, wenn wir nah genug rankommen. Wenn wir nah genug rankommen. Was ich jetzt einfach mal zu bezweifeln wage. Ja. Ich muss hier mal eins weiter. Vielleicht. Können wir vielleicht nochmal brennen schießen? Man weiß es nicht. Nicht nochmal. Hat er noch Munition? Nee, hat er nicht. So wie es aussieht. Nein! Schon wieder der Bradley. Schade. Aber da habt ihr gesehen, ne? Aber die RPG hat da auch nicht so Durchschlag. Aber, beziehungsweise anders gesagt, der M1 A2. Der Zap ist halt auch gut dagegen geschützt. Das muss man halt eben auch so sagen, wie es ist. So, jetzt ist da hinten wieder der Bradley. Wie viel? 60. Ja, das ist die 30 mm HEDP. Nein. Ah, jetzt habe ich wieder, weil ich mich als Reflex wieder ducken wollte, habe ich hier wieder. Ja, schlecht. Gut, da ist der Bradley natürlich ganz vorne mit dabei. Das muss man so sagen, wie es ist. Wir nehmen mal den BMP. Ja, gar nicht mal so gut. Jetzt ist vor allen Dingen auch die Steuerung wieder so wie sonst. Also, es ist. Wow.
Das muss ich halt echt umgewöhnen. Aber gut. Oh shit. Da ist ja ein Bradley. Gewesen. Mein Bradley gewesen. Ich hätte jetzt natürlich auch mit einer Rakete schießen können, aber ich dachte mir, nö. So nicht. Und wir könnten sogar reparieren müssen. Digga, nicht schlecht. Der war mal richtig gut. Der war mal wirklich richtig gut. Wow. Okay. Okay. Der war nicht schlecht. So, jetzt fliegen wir mal nur mit der Maschinenkanone los. Aber der war mal echt nicht schlecht. Aber das ist halt irgendwie so auf der anderen Seite so ein bisschen Call of Duty mäßig, ne? Wenn man das so sieht. Ja, welches war das? Call of Duty Infinity oder so? Ich hab's nicht gespielt, deswegen. So, das werden wir auch wieder kolossal verlieren. Wow. 23 zu 4, nicht schlecht. Aber gut, der war auch, glaube ich, viel im Bradley unterwegs, ne? Nein, ich höre schon wieder eine Rakete hier. Ui. Nice. Nee. Ja, gut. Wenn die dich da dann natürlich anvisieren können, ist das natürlich dann wieder was anderes, ist klar. So, nehmen wir den Assault nochmal. Runde ist sowieso gelaufen, also zumindest nach Stand jetzt. Runter, ich weiß, da hinten ist einer. Oh, na, warte mal. Oh, da vorne läuft einer. Pium, pium, pium. Digga, wie lange braucht er denn, bis er kaputt ist? Oh. Spannend. Das ist natürlich, also bis die da richtig kaputt gehen.
ich nur so das Gefühl, dass das lange dauert? Oder... Wow. Okay. Okay. Ja, gut. Also 4 zu 9 ist gar nicht mal so gut, ne? Aber ja, ich muss schon sagen, also die teilweise ist die Zeit, bis die umfallen, relativ lang. Kann natürlich auch schlicht und ergreifend einfach nur an meinem schlechten Aiming liegen. Egal, wie auch immer, das ist auf jeden Fall jetzt das Mobile Infantry Event gewesen. Abschließendes Fazit, ich denke, für den Test der Raketen ist das Ding okay. Der Modus an sich ist eigentlich auch okay. Er ist halt nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Bunny-Gehoppe, das ist sowas, was mir so überhaupt nicht liegt, was ich auch persönlich nicht mag. Aber an sich... Die Sachen so in so einem Modus zu testen, ist, glaube ich, ganz cool. Aber für mich persönlich ist der Modus nichts. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Bedankt mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.